dass das Volk dann umgewandelt werden muss. Wie alt dürft ihr dann werden? Und das Alter spielt keine Rolle. Wir haben auch Dreijährige drin, wir haben Zweijährige drin, wir haben Einjährige drin, die ersetzt werden, weil irgendwas nicht gut ist. Welche nimmst du dann als Zuchtmütter? Was müssen die erfüllen, dass die Zuchtmütter werden? Es müssen die Besten sein. Ich weiß nicht, wie ich dir das beantworten soll. Aber ihr seid alle Imker. Hier stehen 8 Völker. Ne? Manchmal stehen bei uns 10, manchmal 12. Das ist das Maximum. Was wir nicht tun können, ist, wir als Zuchtverbände fordern, wenn die Stände groß genug sind, mit Recht, ein Mittel errechnen pro Stand. Ich habe das alles probiert, das ist zu viel Zufall. Ich weiß aus Imker auch, wenn die Tracht von da kommt, dann haben die 3 Ersten hier mehr Honig. Ich kann mich auch selbst in die Tasche belügen und sagen, ich gebe denen jetzt, bei uns wird zwischen 1 und 6 bewertet, ich gebe denen eine 6 und jedes Jahr ziehe ich von dem nach. Das muss man als Imker alles mit reinbringen. Deshalb ist deine Frage so schwierig zu beantworten, ja, Matthias. Aber, ne? Man muss die imkerliche Erfahrung am Stand einfließen lassen. Aber wenn das Volk da voller Varroa-Milben ist, dann ist das Urteil schnell gefällt. Dann wird das nicht als Zuchtmutter verwertet. Und wenn die Völker, die hier stehen, keinen Honig bringen, auch. Aber man muss dann eventuell all diese Dinge mit berücksichtigen. Sanftmütig müssen sie sein. Sie dürfen den Imker und die Leute, die an den Bienen arbeiten, nicht stechen. Sie dürfen die Waben nicht verbauen, sie dürfen das Absperrgitter nicht verbauen. Ein kleines Problem haben wir in den Honigräumen, weil da stimmen die Abstände nicht, weil wir nur 9 Waben statt 10 haben. Aber da sieht man auch, es gibt Völker, die machen das mit Niveau, machen sie dann ein paar Brücken. Und andere machen nur Brücken, auch das haben wir die letzten Jahre ein bisschen, Viktor kann das bestätigen, haben wir ein bisschen wie sagt man dann das auf Deutsch? Wir haben das ein bisschen vernachlässigt. Dass in den am Absperrgitter nicht, das vertrage ich nicht, wenn das verbaut ist. Aber in den Honigräumen. Und jetzt haben wir im dritten Jahr, die Drohnen sind das Wichtigste. Wichtiger, fast noch wichtiger wie die Zuchtmutter. Haben wir nur Drohnenvölker jetzt in der dritten, nächstes Jahr wird das dritte Jahr, die das überhaupt nicht machen. Oder ganz wenig machen. Und jetzt wird es schon wieder besser. Jetzt ist schon wieder noch 2, 3 Generationen und dann ist das Problem in der Hinsicht auch, weil die Priorität lag natürlich auf der Varroa-Resistenz. Paul, eine Frage. Und zwar, leg mal den um. Ja. Sie stechen nicht mehr heute Abend. Ich glaube, ja. Danke. Artikel gelesen zu haben, dass du geschrieben hast, jetzt hast du die Eigenschaft, die VSH-Eigenschaft hinreichend gegriffen. Ja. Die ist jetzt fix. Und jetzt ist der nächste Schritt, die in all die schönen alten Ertragslinien reinzubringen. Das ist bei uns passiert. Ja. Das habt ihr auch schon gemacht. Ja. Das hast du einfach nur gemacht, indem du die immer wieder väterlicherseits aufbesagst. Genau. Genau. Also du führst das jetzt ist, nicht alle durch SDI-Programm. Doch. Wieder schrittweise. Das ist aber sehr wichtig. Das Allerwichtigste ist, heute wird auch bei der Backfassbiene. Das sind übrigens Backfassbienen. Ne? Die sehen noch so aus wie vor 40 Jahren, wie ich sie aus England mitgebracht habe. Sie haben ihre Eigenschaften noch genauso. Das dürfte ja auch nicht sein. Die spalten ja auf und das wird ja ein Chaos in der ganzen Welt. Mit diesen. Aber ihr seht, sie sind noch, wenn ihr alte Fotos aus England seht, da waren sie auch schon so und sie sind noch immer so. Sie sehen auch so aus, sie brüten schön groß und haben ein bisschen Brutlücken jetzt. Das ist hinzugekommen. Aber das ist meine Schuld. Das ist die, so reingezüchtet, wichtig die Drohnen, das ist das Wichtigste. Auf vielen Zuchtprogrammen, auch bei der Backfast, wird das Vatervolk bewertet und dann werden möglichst viele, manchmal 20, 30 Drohnenvölker für die Belegstelle. Das ist super, wenn man jede einzelne Nachzucht auf die Eigenschaften, die man will, wieder bewertet. Wenn man das nicht macht, ist es Quatsch. Man muss, und besonders bei allen Eigenschaften, die rezessiv vererben, muss man wissen, wie ein Bienenvolk. Ich habe für heute Abend ein paar kleine Bilder. Die Leute, die den einen oder anderen Vortrag schon von mir gehört haben, denen hängt es schon vielleicht zum Hals raus, aber ich sage es. Wenn man weiß, wie ein Bienenvolk sich zusammenstellt,
dass eine Königin 64.000 die Runde ab, ohne Mutanten und ohne irgendwas, verschiedene Eier legt. Und dass man 20 oder 24 Drohnen in der Spermatheke einer Königin haben kann. Einige mehr repräsentiert, andere weniger. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Varianten an Bienen herauskommen. Wir bewerten das Bienenvolk. Dann machen wir, um diese Eigenschaften des Bienenvolkes zu haben, machen wir, Frau Winkler, Sie müssen mir jetzt helfen. Das Vatervolk nennt man 4a. Dann macht man vom 4a-Volk, ich sage immer Vatervolk, vom Vatervolk macht man Nachzuchten. Das sind 1b für die Kanika-Züchter. Diese 1b-Völker werden in unserem Betrieb akribisch ausgewählt, auf die Eigenschaften, die... Aber das sind jetzt die Drohnenvölker. Ja, das sind die Völker, die die Drohnen liefern. Ne? Also das können Geschwister sein, im Extremfall sagen wir auch, von 2 4a-Völkern ziehen wir nach, die Schwestern waren, ne? Dann kann man den Genpool etwas erweitern. Das ist alles schön und gut, man muss die Drohnenvölker, besonders bei Eigenschaften, die rezessiv vererben, die von beiden Seiten kommen müssen, muss man sie präzise auswählen, wegen dieser großen Varianz. Sogar bei Eindrohnenbesamung haben wir eine Riesenvarianz. Und ich habe das Modell dabei, man kann Schachbretter legen. Genetik ist nicht anders wie Schachbrett. Ein Schachbrett, wo man auslegen kann, was kommt wie zusammen. Wenn das so ist, dass es basiert auf 2 Chromosomen, Chromosom 1, Chromosom 9 ist es drauf, dann hat ein reinerbiger Drohn hat 2 Chromosome damit. Und eine reinerbige Königin hat wie viel? 4. Logisch, ne? Wenn man das weiß, dann kann man, wenn man eine Königin mit 4 besamt, mit Drohnen, alle Varianten kann man sich aufschreiben, kann man ausrechnen. Und die Interaktion im Bienenvolk spielt eine Rolle. Wenn im Bienenvolk Bienen herauskommen, und das zeige ich euch heute Abend in der Tabelle, die 2 Bienen, wir bewerten ja wieder die Bienen, die 2, 3 und 4 Chromosome haben, dann kann man davon ausgehen, die Interaktion in diesem Bienenvolk bewirkt, dass die reinerbig, unter Anführungszeichen, für das Merkmal sind, dass die andere motivieren, mitzumachen. Weil die haben ja auch schon Erbanlagen. Vielleicht nicht alle. Vielleicht knurren sie ein bisschen, dann die anderen sagen, komm, hilf jetzt hier wieder. Oder vielleicht passiert, ich weiß nicht, aber wir wissen um diese Interaktion in den Bienenvölkern. Und das ist bei, wenn man so ein Merkmal, was nicht richtig in unserer westlichen Population ist, und das ist bei der Varroa-Resistenz so, es war in unseren westlichen Bienen nicht viel drin davon. Wenn man sowas dann auswählen möchte und verpaaren möchte und man möchte Resultat haben, dann muss man sich bildlich das immer vorstellen. Was kann passiert sein? Das Volk ist resistent, aber ich würde nicht sagen, dass alle Bienen alle 4 Chromosome, die dazu führen, hat. Ich würde sagen, da sind etliche Gruppen drin, die haben es und andere haben es nicht. Aber für das resistente Volk genügt das. Und noch einen kleinen Punkt da und dann gehen wir zum Bus. Ja, also hier unten im Tal auf 300 Meter Luftlinie ist der Begattungsstand vom Fjantner Verein, wo ich Mitglied bin und wo wir gemeinsam arbeiten. Und diese Leute müssen nicht mehr behandeln. Das sind nicht die einzigen Bienen, die nicht behandeln. Ihr könnt Paul fragen, der behandelt nicht. John Weiss, unser vormaliger Präsident, behandelt nicht mehr. Er sagt, was soll ich denn behandeln? Er hat ein Volk, das hat 2-mal umgeweiselt und hat ihn ins Ohr gestochen. Er sagt, das behandle ich auch nicht, weil das wird sowieso an Milben krepieren. Weil es 2-mal oben umgeweiselt hat und alle anderen behandelt er nicht. Die Leute bringen ihre Königinnen, das sind Nachzuchten von 100% Ausgewählten. Sie holen den Zuchtstoff, kriegen sogar die Königin noch gemacht vom Paul Bürkel, weil er sehr akribisch ist mit seinen Vereinsleuten, machen ihre Ableger, stecken die Zelle rein oder Mini, bringen ihn auf den Begattungsstand. Hier im Umkreis, die Seite, habe ich meine Bienen stehen. Es ist auch mal ein anderer Imker drunter, das geht nicht 100%. Das sind keine Belegstellen, aber Zuchtstationen, wo die Leute überwiegend drum fliegen, wissen, die Resistenzmerkmale haben. Die Königinnen werden begattet und mit überwiegend Drohnen, die das Merkmal haben.
Resultat, sie müssen nicht mehr behandeln. Und da brauchen wir keine großen Studien mehr. Man braucht nur zu schauen, was auf diesen Gebieten. Da ist ein Präsident, er war hier auf unserer Pressekonferenz und hat der Frau Ministerin das auch alles erklärt. Hunderte, tausende Königinnen werden da begattet und kaum noch ein Imker, der irgendwas behandelt.